Hans-Peter Schwöbel über sich. Für mich gibt es keine Hierarchie der Arbeit. Auch nicht den Unterschied zwischen Arbeit und Hobby. Mit Freude schreibe ich Gedichte, Sketche, Essays, Predigen. Genauso gerne halte ich wissenschaftliche Vorträge. Tobe auf der Bühne herum und fotografiere mit Liebe große Landschaften und kleine Tiere, Steine und Pflanzen, Schatten und Lichterlebnisse. Professor Schwöbel, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf und Sie mit Ihnen das Interview führe. Wir haben eine Gemeinsamkeit, und zwar, wir sind beide quasi Mannheimer. Ich bin zugezogen an Mannheimer, und Sie waren wahrscheinlich immer Mannheimer oder Sie stammten immer aus der Region. Ja. Professor Schwöbel, die vielen Facetten, die Sie uns immer im Laufe der Jahre gezeigt haben, die haben auch unsere kulturelle Landschaft auch mitgeprägt. Sie haben auch diese Landschaft mitgeprägt. Man hat auch viel von Ihnen gelesen. Man hat auch Sie auf der Bühne gesehen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, man versucht, Sie zu meiden. Ja, das ist ein... Wann, wenn Sie mir das zustimmen, wann kam das? Können Sie uns das und den Zuschauern vielleicht beschreiben? Was ist geschehen, dass man angefangen hat, Professor Schwöbel auf der Seite zu schieben? Ich glaube, dass wir dabei sind, unsere Orientierung zu verlieren. Wir erleben Dogmatisierungen in der Gesellschaft, wir erleben Ausgrenzungen, wir erleben das Unvermögen, andere Positionen gelten zu lassen. Es ist eine Verbissenheit in die Gesellschaft hineingekommen und eine Neigung, abweichende Ideen auszugrenzen. Aber schauen Sie mal, die Idee Europa wird immer präsenter in unserem Alltag. Die Menschen wollen Europa, die Menschen sind offen, die Menschen sind liberal. Sie haben über 1,5 Millionen Menschen aufgenommen. Wo ist die Verbissenheit? Was meinen Sie damit? Wir sind ja quasi dazu gezwungen, diese Zuwanderung zu begrüßen, auch wenn wir Vorbehalte haben. Und wer Vorbehalte äußert, wer sagt, das ist gefährlich, da kommen Geisteshaltungen herein, die uns mal Probleme machen werden, vor allen Dingen, wenn sie noch mehr werden, das wird nicht gerne gehört. Und in den großen, einflussreichen Medien gibt es Absprachen, bestimmte Informationen nicht so breit zu treten. Kann man von Ideologie des Guten sprechen? Ja, das ist wahrscheinlich die Methode, mit der man das schmackhaft machen will und auch die ins Unrecht setzt, die widersprechen wollen. Die sind ja dann gegen die Guten und gegen das Gute. Also wenn man eine bestimmte Politik als das Gute definiert und die Vertreter als die Guten, dann haben die anderen schlechte Karten. Also jetzt erst vor ein paar Monaten hat man also mit Statistiken zugegeben, dass die Kriminalitätsrate gewaltig angestiegen ist und dass das Gefühl der Menschen nicht trügt, dass ihnen das nicht aufgeschwätzt worden ist. Ist das nur die Kriminalität oder ist das noch mehr? Also der massive Einschnitt war der September 2015. Nicht insofern die Dinge da erst losgegangen wären, das ist nicht der Fall gewesen, aber es gab eben eine sehr eklatante Situation. Und zwar? Dass aufgrund einer, wie uns scheint, relativ einsamen Entscheidung eine große Menge von Menschen einfach ins Land gelassen wurden, weil man deren Not lindern wollte. Und die damit einhergehenden Sorgen und Vorsichten wurden zurückgestellt und die wurden auch schnell mit dem Vorwurf des Rassismus oder der Fremdenfeindlichkeit wurden die aus dem Weg geräumt. Mhm. Und das hat die Menschen auch sehr eingeschüchtert. Worüber machen Sie sich die Menschen Sorgen? Die Menschen machen sich Sorgen, dass hier eine Einwanderung sich vollzieht, die alles überschreitet, was wir an Integrationsmöglichkeiten anzubieten haben. Und es gibt ja auch von den Befürwortern dieser Einwanderung ganz deutliche Hinweise, dass sie die Lebensweise, wie wir sie in den letzten 70 Jahren entwickelt haben, für überholt halten oder für mindestens austauschbar halten. Und da gibt es andere Leute, dazu gehöre ich. Ich habe mich mein Leben lang als Linker empfunden, aber ich habe gerade auch deshalb die aufklärerischen Errungenschaften in Deutschland nach dem Krieg,
die empfinde ich als was ganz Kostbares und als was Besonderes. Und die möchte ich nicht einem Prozess opfern, der die auf jeden Fall ganz stark in Gefahr bringen kann. Wodurch? Es kommen Menschen zu uns, die eine ganz andere, vor allen Dingen Glaubensmentalität verkörpern und die lange brauchen werden, um sich in diese liberalen Erfahrungen hineinzuleben. Sollen wir ihnen nicht keine Zeit geben vielleicht? Zeit braucht es auf jeden Fall, aber die Zeit ist nur ein Faktor. Es geht auch um die Menge. Man kann 1 Million Menschen vielleicht noch gut integrieren, aber wir haben jetzt schon erlebt, dass es je größer die Zahl wird, umso schwieriger wird, dass wir zum Beispiel gar nicht die Macht haben, ist das nur Parallelgesellschaften Menge, zu verhindern. Ist das nur Faktor Menge, Faktor Zeit oder Faktor Wille auch? Ja, das kommt alles zusammen. Es ist Menge, Zeit. Und der Wille, sich dem kritisch gegenüberzustellen, wird in Verruf gebracht. Das finde ich eine ganz schlimme Sache. Da sind mehrere Parteien beteiligt, da sind die Kirchen daran beteiligt. Wer in dieser Beziehung sich kritisch stellt, wird in Verdacht gebracht. Das ist ganz übel. Menschen geraten quasi in Verruf, wenn sie sagen, aufpassen. Da tut sich etwas, dem wir nicht gewachsen sein könnten, wenn die Zahlen weiter zunehmen. Und das hat mir unter anderem gezeigt, dass das Aufnahmevermögen einer Kultur nicht beliebig ist. Mhm. Das ist kindisch und unreif und naiv und verantwortungslos, zu glauben, man könne eine bestimmte Kultur beliebig füllen mit irgendwas anderem. Nein, das geht nicht. Es gibt Untergrenzen und Obergrenzen. Und nach meinem Dafürhalten, nach dem, was ich wahrnehme, tun wir sehr gut daran, die Prozesse mal deutlich zu verlangsamen und eine innere Debatte zu entwickeln, in der auch der Islam kritisiert werden können muss, wenn wir das nicht können. Wenn wir das nicht dürfen, sind wir verloren. Nach meiner Wahrnehmung haben wir Deutschen nach dem Kriege eine ganz erstaunliche Emanzipationsentwicklung durchlaufen. Ja. Wir haben Weltoffenheitserfahrungen gemacht, die alles in den Schatten stellt, was zuvor in Deutschland war. Die 12 Jahre meinen Sie jetzt? Die 12 dunkle Jahre vorher? Und alles andere vorne dran, auch in der Weimarer Republik. Wir waren nie so freiheitsbereit wie nach 1945. Also diese Totalzertrümmerung hat wirklich etwas ausgelöst, was man nicht hat wissen können. Worauf sollen die Deutschen stolz sein, was sie in den letzten 70 Jahren geleistet haben? Ich würde sagen, lasst uns freuen an der Tatsache, dass uns ein großer emanzipatorischer Prozess gelungen ist. Wir sind aus der tiefsten Tiefe herausgekommen, haben eine anerkennenswerte Zivilisation entwickelt, die die dunklen Wurzeln nicht verleugnet, die Schattenjahre nicht verleugnet. Und es sind nicht nur die 12 Jahre, es sind auch vorher Dinge passiert, furchtbare Dinge passiert. Wir haben eigentlich in einer ganz besonderen Weise aus der Geschichte gelernt und haben emanzipatorische Schlussfolgerungen gezogen und leben die auch. Aber merken Sie, dass wir an Streitkultur verlieren, was dieses Land so wertvoll machte? Ja, das ist vielleicht mit der kulturelle Hauptverlust, dass Tabus entstanden sind. Ja. Und zwar von jenen, die sich selbst eigentlich für die Vertreter, also das ist logisch, wahrscheinlich ist es immer so gewesen, die glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, verbieten den anderen den Mund. Und darunter auch zum Beispiel, dass der Islam nicht kritisiert werden darf. Ja. Ich hatte gestern etwas gefunden, und zwar in Hamburg gab es eine Puppe, die Martin Luther darstellt, nackt. Ja. Breitet die Arme. Ja. Und hier stand ungefähr sinngemäß: Alles, was du gegen die Juden geschrieben hast, hat Adolf umgesetzt. Das ist so Reformationsjahr. Ja. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre es, wenn man sowas über Mohammed machen würde. Und hier frage ich mich zu einer
aufgeklärten Gesellschaft gehört Streitkultur. Ja. Und da bin ich persönlich als jemand, der aus der Unfreiheit kommt, mehr als irritiert, wenn ich sehe, da wird Martin Luther verunglimpft und damit auch die ganzen Protestanten von heute und von gestern und von den letzten Jahrhunderten. Aber sobald sie den Islam in Frage stellen, gerade für uns, die aus dem Islam stammen, die auch Agnostiker sind, bekommen wir sogar Strafverfahren. Wir werden wegen Volksverhetzung, wegen Verunglimpfung von der Religion. Es gibt einen Begriff. Ja. Und da ist für mich persönlich, wenn Sie mich fragen, das hatten wir auch im Vorgespräch gehabt, da beginnt für mich die Entfremdung. Ja. Da beginnt für mich die Entfremdung als jemand, der in Deutschland seine Wahlheimat gefunden hat. Ja. Ich nenne das immer Deutschland die Heimat meiner Werte. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, das sind auch die Punkte, die uns verbinden. Ja, also ich muss Ihnen sagen, dass mich das immer unheimlich angesprochen hat, wenn wir miteinander gesprochen haben und Sie haben dieser Kultur so die Verehrung gezeigt und die Referenz. Das hat mir Gänsehaut, macht mir das. Und ich bin auch, ich freue mich drüber und ich bin stolz darauf, aber ich spüre, dass wir das im Begriff sind zu verlieren, weil also es ist ganz offenkundig, dass eine vergleichbare Kritik wie die an den Martin Luther am Koran, am Propheten oder am Islam nicht möglich ist. Das heißt, der eigentliche Antrieb dieses Schließens ist die Angst. Das müssen wir uns einfach zugestehen. Was sich liberal benimmt, was glaubt, wir sind liberal, das ist doch liberal, dem Islam gegenüber sich so zu verhalten, ist in Wirklichkeit beruht es auf Angst. Ich sage zu den Leuten oft, lest doch mal den Koran, um Gottes Willen, lest doch den Koran. Die Leute haben sogar Angst, das Buch zu lesen, weil sie ahnen, dass sie da Erfahrungen machen, die ihr liberales Weltbild zertrümmern würden. Wir können alles Mögliche, wir können den Luther mit einer gelben Rübe im Hintern auf dem Fastnachtszug darstellen. Aber wir trauen uns nicht irgendetwas Kritisches. Ich habe zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wir hatten jetzt die Fastnacht. Köln, Mainz, Düsseldorf. Auf keinem der Züge war irgendetwas Kritisches im Hinblick auf Einwanderung und im Hinblick auf Islam. Nichts, gar nichts. Doch, es gab was über Einwanderung und die bekamen Strafanzeige. Ja, also das habe ich dann erzählt gehabt. Aber das ist dann eine sehr winzige Sache gewesen. Wir sind so eingeschüchtert inzwischen und deuten es als Liberalismus um. Wir sind so eingeschüchtert, dass wir öffentlich weder den Islam noch den Propheten Mohammed oder irgendetwas dieser Art kritisieren. Gut. Findet ein Auskauf unserer Werte statt? Es hat etwas, immer wieder was Duckmäuserisches an sich, wie wir uns in der Welt bewegen. Und es wird dann natürlich immer wieder damit begründet, dass wir anderen keine Vorschriften zu machen haben und so weiter. Hm. Und da wäre ich jederzeit damit einverstanden. Wir haben andere Leute nicht zu belehren, aber wir haben unsere Emanzipationserfahrungen auch nicht zu verbergen. Und wir verleugnen inzwischen sogar unsere Emanzipationserrungenschaften. Wenn wir zum Beispiel eine religiöse Entwicklung, die uns Sorgen macht, es reicht völlig, dass sie uns Sorgen macht. Wir müssen das nicht als Doktorarbeit im Einzelnen ausarbeiten. Wir haben das Recht als Bürger, eine bestimmte Entwicklung als bedenklich zu empfinden. Aber können Sie zum Beispiel alle diesen besorgten Vätern und Müttern verstehen, wenn Sie sagen, wir outen uns nicht, sonst haben wir gesellschaftliche Nachteile dadurch? Also das ist nicht so, dass das automatisch in so eine Resignation läuft und in ein automatisches, wir lassen uns das alles gefallen, sondern ich vermute, dass wir in einer Phase uns befinden, in der das einzelne persönliche Beispiel etwas bewirken kann. Wir sind erwachsen geworden, wir haben uns emanzipiert, wir brauchen uns nicht zu schämen für das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und wir dürfen andere auch davon profitieren lassen. Aber wir
dürfen nicht einfach uns aufgeben. Dann haben wir nicht nur uns verloren, sondern die anderen haben uns auch verloren. Professor Schwöbel, ich danke Ihnen.